Forum Wirtschaft und Politik im Kontrafunk. Ich bin Frank Warlich und ich habe heute einen Gesprächspartner, von dem zitiere ich mal ein bisschen was. Ich bin bezahlter Optimist, hat er gesagt. Wer Kinder hat, Verantwortung für sie trägt, dem bleibt nichts anderes übrig, als politisch aktiv zu werden. Und noch ein drittes Zitat von unserem heutigen Gesprächspartner. Wir brauchen Industrie und Technologie. Das Klima können wir nicht schützen, aber die Umwelt schon. Jetzt habe ich hier Professor Zotz ein bisschen an seinen Zitaten vorgestellt, aber es wäre vielleicht sinnvoller, wenn er selbst was zu seiner Biografie, zu dem sagt, was er macht und was er ist. Das kann ich gerne machen. Ja, lieber Herr Warlich, jetzt haben Sie mir ja doch äh, schon eine ordentliche Vorlage gegeben. Ich fange mal an mit dem bezahlten Optimisten. Dieses Zitat oder äh, diese Redewendung oder Bezeichnung, die habe ich letztmalig heute verwendet. Ja, also das ist wirklich etwas, was quasi immer da ist. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich sage, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, da sage ich, mir geht's gut, man darf aber nur nicht aus dem Fenster schauen. Und dafür muss man bestimmt ein stück bezahlter Optimist sein. Dann äh, haben sie gesagt, es bleibt einem keine Wahl mehr. Wer in diesem Land Kinder hat, der muss politisch werden. Was ich noch viel öfter sage, ist, ohne Kinder keine Zukunft. Das äh, dritte äh, Zitat. Ups, was war das noch? Geben Sie mir mal einen Hinweis. <laughs> Der Hinweis ist, wir brauchen Industrie und Technologie und das Klima können wir nicht schützen, aber die Umwelt schon. Ja, das ist natürlich mein Kernthema. Ich sag mal so, ich könnte mich selbst als Clean- und Green-Tech-Unternehmer bezeichnen. Und da kommen wir dann zur nachfolgenden Frage. Ich war über viele Jahre, darf ich wohl sagen, so eine Art Vorzeigeunternehmer von Landes- wie Bundesregierung. Das hilft mir heute auch weiter, weil es kaum jemand so aus den, ich sag mal, alten, uns noch eher vertrauteren Kabinetten gibt, der nicht mal bei mir auf einem Wasserstoffroller gestanden hat. Da hat auch der Friedrich Merz mal drauf gestanden. Nein, der hat daneben gestanden. Drauf gestanden hat der US-Botschafter, der da den Anlass äh, geboten hat. Ich beschäftige mich ja einen guten, guten Teil meines Lebens mit sogenannter grüner Technologie. Wir hatten ja mal den nordrhein-westfälischen Umweltminister, der kommt ja hier aus Siegen, der war da auch immer gerne da, hat sich aber immer eine Folie als PowerPoint antun müssen, auf der da übersetzt steht, bei uns läuft das alles Englisch, das ist die Amtssprache im Unternehmen, Er hat sich immer die Folie antun müssen, wir sind keine grünen Idioten, wir brauchen keine grüne Religion, wir haben grüne Grüne Technologie. Das ist eben ein Unterschied, ob sie sich äh, mit etwas, mit Vernunft und Verstand beschäftigen oder ob sie andersrum beim Ergebnis anfangen und sagen, wie ein kleines Kind, ich will das unbedingt haben und dann muss ich alles anpassen und anformen. Und da geht eben das alles schief, wo das merken wir jetzt, unser Land gerade vollständig den Bach runtergeht. Ja, aber was ist das, diese grüne Technologie, von der Sie eben gesprochen haben, konkret? Na, ich sag mal so, es geht da um sogenannte Nanostrukturen, um nanostrukturierte Werkstoffe. Es geht darum, Werkstoffen eine vielfach, das sind jetzt Beispiele, eine vielfach größere Oberfläche zu verpassen. Wenn Sie sich mal einen Sandhaufen vorstellen und nehmen davon ein Sandkorn in die Hand, dann ist es nicht in der Regel der Punkt, dass wir diese Körner kleiner machen und dadurch eine größere Oberfläche, funktionale Oberflächen erzeugen sondern wir zerstören die innere Struktur dieser Oberflächen und wir vergrößern dann immens die sogenannten Korngrenzen. Im Englischen ist das einfacher, da gibt es Particle Size und Grain Size. Im Deutschen ist das schwierig, wenn Sie mal mit einem Chef eines Emalierbetriebes sprechen würden, der erzählt Ihnen etwas vom Kornband, der meint aber die Partikelgrößenverteilung und nicht etwa die Korngröße. Also Sie müssen das Sandkorn aufschneiden, dann mit einem Mikroskop drauf gucken und äh, die kleinsten Einheiten, die Sie dann sehen, die machen wir viel kleiner und bringen die intentional in den nanometrischen oder in den nanoskaligen Bereich. Das machen wir im Tonnenmaßstab und damit sind wir, möchte fast sagen, die Einzigen in der Welt. Wir haben, um es mal ein bisschen interessant zu machen, im Mai letzten Jahres den Ritterschlag durch die Eurofusion bekommen. Das ist ja jetzt gerade wieder ein ganz heißes Thema. Oh Wunder und wie plötzlich und wie schnell das geht. Und also innerhalb von wenigen Wochen, ja, gucken Sie in die, in die, ich hätte es bald Staatsmedien gesagt, in die normalen Medien rein. Da sehen Sie eigentlich jeden Tag irgendwo ein Bild von einem Fusionsreaktor. Und wir machen da tatsächlich mit solcher Technologie, man kann sagen, bald für die ganze Welt die erste Wandwerkstoffe. Das ist sowohl auf der Plasma zugewandten wie auch auf der Plasma abgewandten Seite. Eins ihrer Patente, das sie haben, ist das Patent auf eine Hochgeschwindigkeitsmühle. Das ist die Maschine, die die Nanostrukturen herstellt. Und die kann man dann einstellen auf die Grain-Größe, auf die Grain-Size, wie äh, mächtig oder wie wenig mächtig diese Nanopartikel, die dann in die Werkstoffe gelangen sind. Ja, man könnte auch sagen, wir, wir stellen Fehler in Werkstoffen ein. Das sind dann so Stacking faults, atomic dislocations, was auch immer. Also wir stören die Werkstoffstruktur und erzeugen damit, ja, man kann sagen, andere Eigenschaften. Wir können also im Prinzip völlig neue Werkstoffe damit generieren. Das ist ein Beispiel. Manchmal geht es auch in eine bisschen andere Richtung, aber das ist so eigentlich der Kern der Sache. Und da ist ein ganz wichtiges Produkt. Deswegen habe ich heute den halben Tag telefoniert. Äh, was wir nie in den Markt bekommen haben, das ist ein sogenannter nanostrukturierter Superbeton. Und was einen daran wirklich ärgert, ist, wenn man diesen Beton heute in den Markt bekommen würde. Ich renne mir seit 13 Jahren mittlerweile die Hacken ab und ich krieg's einfach nicht hin. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen vertiefen, dann könnten Sie mit diesem Beton mehr CO2 sparen, als wenn Sie den kompletten Traffic in Deutschland, also sämtlichen Verkehr, Schiene, Auto, Luft einstellen würden. Und das free of charge. Nanopartikel, die Betonelementen beigemischt werden. Was können die denn erreichen? Was ist das für ein, sagen wir, ein technologischer Fortschritt? Welcher Baufortschritt? Welcher Sinn könnte sowas haben in der Anwendung? Das ist kein Konjunktiv, sondern Indikativ. Das sind drei Bereiche eigentlich, die wir damit beeinflussen. Erstens erreicht der Beton eine deutlich höhere Endfestigkeit, einhergehend mit einer extrem höheren Frühfestigkeit. Das heißt, das Material, was Sie daraus bauen, ist zwischen drei und vier Mal fester als ein ganz normaler Beton. Also, üblicherweise sagen sie bei einem Beton, der hat nach 28 Tagen, das hat man vielleicht schon mal gehört, erreicht der seine Endfestigkeit und die liegt je nach Betonqualität oder Zementgüte so zwischen 35 und 55 Megapascal. Ja, und wir gehen also hier bis zu 140 Megapascal, und wir erreichen eine Frühfestigkeit, die nach acht Stunden schon so fest sein kann wie Zement OPC, also Ordinary Portland Zement gebundener Beton nach 28 Tagen. Wo findet das Anwendung? Wird das bereits verbaut? Kann man sich das ansehen können Bauherren, egal ob aus dem öffentlichen Bereich oder privaten Bereich, sowas schon nutzen? Und wo wird das genutzt? Ja, tatsächlich, das kann man sich ansehen. Das kann man an unserem Standort in Siegen sehen. Da haben wir in eine uralte Jugendstilvilla sehr viel Geld reingesteckt und da war unter anderem auch eine Dachbalustrade weggebumpt. Die haben wir dann auch neu gemacht in Futurbeton, so heißt das Material bei uns. Das ist ungefähr so ein 10, 12 Tonner. Und dann können Sie auch in den Kreis Olpe fahren, da gibt es die Brücke Rosenthal und die haben wir dort im Jahre 2012 errichtet. Also das ist gar nichts Utopisches, man kann das machen, das ist auch nachgewiesen, man kann sogar die Zulassungen bekommen. Das ging Damals nur über Sonderzulassungen von dem Zementpartner, der mit in dem Projekt war. Das war ein BMBF-Projekt. Äh, da gibt es dann auch ein schönes Bildchen mit der Frau Wanka, die seinerzeit die BMBF-Ministerin war. Also ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt in der Sache. Wirtschaftlich null. Und ich habe in dieser Sache heute quasi den ganzen Tag verbracht. Ich mache mal eben mit den Eigenschaften weiter. Also, ist drei- bis viermal fester, hat eine vergleichsweise Unendliche Dauerhaftigkeit. Sie kennen das, also Beton, eine Brücke. Nehmen Sie mal die A45. Ja, hier Rahmedetailbrücke. Ja, die ist knitterhagel kaputt. Ja, die A 45 ist doch vor drei Jahren, meinetwegen, glaube ich, 45 Jahre alt geworden oder vor vier Jahren. Und alle Brücken müssen saniert werden. Und die Ramede ist ja mal eben gesperrt. Ja, meine, was sagt denn im Grunde unser Wirtschaft, unser, unser Ministerpräsident? Eigentlich brauchen wir ja keine Autobahnbrücken, nur weil die Spurweite vom Eselkarren ist ja ohnehin eine andere. Also das, da gehen Unternehmen kaputt. Ja, weil dieser Anschluss nicht mehr da ist. Es können Menschen sich in eine Richtung quasi gar nicht mehr bewegen, weil sie dann äh, mehrere Stunden im Stau einplanen müssen, das will ja keiner machen und so weiter und so weiter. Warum ist es nicht möglich, so eine fortschrittliche oder eine neue äh, Art von Beton in Deutschland zur Anwendung zu bringen, wenn die Qualität doch so außergewöhnlich und außerordentlich ist? Gut, dann komme ich wieder mit einer Anekdote. Ich hatte damals in einer anderen Sache den Peter Hinze kennengelernt. Den kennen sie auch noch, Pfarrer vom Niederrhein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein großer Fan von ihm gewesen bin, ganz feiner Mensch. Und ich glaube, er ist auch ein Fan von uns gewesen. Und wir haben uns dann so, naja, vielleicht einmal im Monat mal irgendwie ausgetauscht. Ich habe ihn seinerzeit kennengelernt, weil er parlamentarischer vom Rösler war. Und gleichzeitig Koordinator Luft- und Raumfahrt. Und damals hatten wir den Iron Bird Stromkoffer in die Welt gesetzt, zusammen. Mit Airbus. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Bleiben wir mal eben bei dem Beton. Und der hat dann auch nur mit dem Kopf geschüttelt, nachdem ich ihm das mal alles erklärt habe und was wir damit schon gemacht haben und und und. Und da hat er mich zu dem Herrn Breitschaft geschickt. Der Herr Breitschaft war, vielleicht ist das heute noch, seinerzeit der Präsident vom, oh wie heißt das, DIBT in Berlin, Deutsches Institut, Baustoff, irgendwas. Und äh, ja, dann bin ich da hingegangen, und dann habe ich ihm das erzählt. Der Herr Hinzer hatte ihm vorher auch was erzählt. Und da sagt er mir: Ach, halt so, vergessen Sie es. Ja? In Deutschland brauchen Sie immer eine sieben. Er ja, sei wie eine sieben. Ja? ja, sagt er, sie brauchen mindestens sieben Jahre, um einen neuen Bauwerkstoff irgendwie zugelassen zu kriegen, und sie brauchen einen siebenstelligen Betrag. Ich habe ihm dann mal gesagt, dass ich die sieben Jahre Zeit nicht habe. Es ist jetzt zwölf Jahre her. Ja, Nein, 13 Jahre her. Und ich sage aber immer noch, das ist, wenn mich jemand fragt, was habt ihr Tolles, dann sage ich, das ist das Tollste was. Finde ich. das denn Anerkennung sagen wir in anderen Ländern oder auch ähm, in Japan, in China. Ich habe dann irgendwann gesagt, wir brauchen eine Diktatur. Das ist der Grund, warum ich dreimal im Donbass gewesen bin. Ich wollte eigentlich eine Futurbetonstraße von Donetsk nach Luhansk bauen, hatte da entdeckt, dass dort ein verlassenes Zementwerk steht. Da ich nun sehr, sehr affin zu Korea, Südkorea bin, ich spreche sogar ein bisschen koreanisch, habe ich dann die Firma POSCO angesprochen und habe denen gesagt, passt auf Leute, ich habe hier was ganz Interessantes. Ich vereinbare mit dem Herrn Puschilin, dass der euch dieses verlassene Zementwerk für einen Euro verkauft. Ja, Ihr bringt dieses Zementwerk wieder in Ordnung, versprecht, dass ihr 15 Jahre lang äh, für die entsprechenden Jobs nur Donetsk einstellt dann kauft ihr dafür bei mir die Technologie für den Superbeton. Die stellen wir daneben, weil da braucht man nur einen Container für. Ansonsten kann man die ganz normale, übliche, herkömmliche Jahrhunderte oder 100 Jahre bekannte Technologie weiterverwenden. Dann äh, bauen wir diese Straße und gut ist. Dann kam allerdings der sogenannte Angriffskrieg äh, und dann war das vorbei, dann kommt man da nicht mehr hinfahren. Sehr schade eigentlich. Okay, also diese Chance. Wird vielleicht auch noch zwölf Jahre dauern, bis sowas gebaut werden kann. Und heute, sage ich, habe ich mich auch den halben Tag damit beschäftigt. Eine Überlegung, die wir momentan hängen, auch mit ein paar anderen Sachen zusammen. Möglicherweise kriegen wir eine Möglichkeit in Kroatien. In Kroatien, was ja Mitglied der Europäischen Union ist und eben da auch entsprechend über finanzielle Ressourcen verfügt, da äh, sind ein paar Dinge im Gespräch, wo wir es schaffen können. In Deutschland schaffen wir das nicht. Ich sag mal so, ich habe so ein bisschen über die Zeit gelernt ich muss erst noch eine andere Eigenschaft Ihnen nennen und zwar hatte ich gerade angefangen mit der Dauerhaftigkeit dieses Material ist quasi unendlich dauerhaft wodran liegt das äh, wenn sie mal überlegen woran leidet äh, denn beton der leidet an seiner porosität ja da geht also wasser rein und wenn es dann friert und sprengt das da geht wasser rein dann rostet der stahl innen drin der rost braucht auch mehr platz als stahl platzt das auch auseinander und so weiter und sie müssen dann ganz kurz porosität es gibt luft Kapillarporen, Gelporen, ja. Und äh, von der Dimensionierung her sind Gelporen so klein, dass Feuchtigkeit da nicht reingeht. Und wir haben in der Fraktion 95% Gelporen. Unser Material ist nicht weniger porös, aber die Porosität ist viel feiner. Die Kurve, die sieht so aus wie so eine klassische Glocke, die ist einfach entsprechend nach links verschoben. Das ist also ein ganz wichtiges Argument. Und ich habe dann irgendwie so den Eindruck bekommen und lernen müssen, niemand will in Deutschland eine Straße, die nie kaputt geht. Was weiß ich, wenn der Max Bögel, wenn der eine Straße baut, dann hat er die europaweit ausgeschrieben. Und ich darf mal platt sagen, verdient dann so, so gut wie nix daran. Fährt er aber Montag bis Freitag raus und repariert die Straße, dann schreibt er wahrscheinlich einfach eine Rechnung und dann ist gut. Ja. Also kann man sagen, Sie haben ein Produkt, was äh, so effektiv ist, dass es keiner haben will, weil es so effektiv ist? Ich glaube, der Zusammenhang ist richtig dargestellt. Das ist mein Glauben. Ja, aber der ist ja, in, ja, man kann sagen, über zehn Jahren gewachsen. Hm? Ja, wird Ihr Glaube denn erschüttert ist denn technologischer Fortschritt? Dann möglich oder ist technologischer Fortschritt eine Schnecke, so wie Sie jetzt versuchen im Donbass, was nicht klappte, was zu machen, jetzt vielleicht in Kroatien und Sie gehen damit hausieren und sagen, ich habe ein so brillantes Produkt mit meinen Nanopartikeln, die von meinen Hochgeschwindigkeitsmühlen hergestellt werden und alle Leute sagen, wir nehmen das eher nicht, das ist zu gut. Es geht ja noch weiter. Ich mache noch mal eben eine, eine andere Brücke. Sie kennen doch in Dubai dieses Hotel, was aussieht wie ein Surfsegel, ne? Ja. Den ja, den ja. Burj ja. Al Arab das Burj so. Al Arab Ja. Und äh, wissen Sie, wo der Sand herkommt, mit dem der Beton hergestellt wird? Nicht aus der Wüste, weil der Wüstensand ist äh, nicht geeignet, um Betonstruktur. Herzlichen Glückwunsch. Genau richtig. Und es ist tatsächlich rein ja, also der Sand ist aus dem Rhein rausgebaggert worden, auf Schiffe verladen, wird um die halbe Welt gefahren. Völlig verrückt, kann man sich so gar nicht vorstellen, aber so ist die Realität. Mit der gleichen Technologie, mit der wir diesen Superzement machen, können wir, das haben wir lange ausprobiert, können wir auch Wüstensand verfügbar machen für Civil Engineering. Also dass wir mit dem dann praktisch was bauen können. Ja, dann, die haben ja die Wüste im, im Nacken. Ja, und dann müssen wir das Zeug nicht mehr hin und her karren. Und das ist ein weiteres Thema, wo wir gerade dran sind. Da war also ein Kollege tatsächlich in Katar, in der Wüste und hat selbst rein, hat selbst was in den Sack gepackt und hat das dann in Kisten verpackt und da warten wir drauf, dass es irgendwo beim Zoll hängen geblieben. Das ist gerade ganz aktuell, weil wir eben sicherstellen müssen, dass der Sand wirklich aus der Wüste kommt. Wüstensand hier in Deutschland zu kaufen ist ganz schwierig. Da wissen Sie nicht, ob Sie nicht einfach veräppelt werden. Und und, äh, einfach nur normalen Sand angedreht. Wir wollen das aber ganz exakt wissen, da haben wir uns selber geholt, damit wir da auch den Beweis irgendwann mal antreten können. Wie kann man sich denn so eine teure Ausdauer leisten? Das ist ja nicht für laut das was Sie machen, dass Sie sagen, ich bohre dieses dicke Brett. oder. Wir machen ja nicht nur Futurzement. Ja? Wir machen nicht nur Futurzement, wir haben auch eine Cash Cow. Diese Cashcow sind sogenannte Buttertages für Sinnfilms, das sind die Dünnschichten die äh, Sie wenn sie das Handy aufklappen und haben funktionale Glasflächen, ja, dann brauchen sie da sogenannte Sinnfilms. Oder wenn Sie mal eine CD durchbrechen, gibt es heute nicht mehr, dann sehen Sie in der Mitte eine Polycarbonatscheibe und da sind also äh, im Endstadium bis zu 35. 36, vielleicht sogar über 40 Schichten drauf gewesen. Das sind sogenannte Dünnschichten, die werden in einem Vakuumverfahren aufgedampft. Und die Targets, die dafür mit einem Laser äh, verdampft werden, äh, um die herzustellen, da sind wir. Ja, ich will nicht sagen einziger in der Welt, aber doch einer, der. Ich sag mal so: Es gibt drei große Hersteller und für zwei sind wir der exklusive Lieferant. So könnte ich sagen. Sie hören die Sendung Forum. Wirtschaft und Politik. Mein Name ist Frank Baalich und ich spreche heute Abend mit Professor Zoos, Unternehmer, Erfinder und ein sehr ausdauernder Mensch, um seine Erfindung und seine Waren an den Käufer, an den Kunden zu bringen, was oft nicht ja sehr einfach ist. Herr Zoos, Sie sagten in einem Zitat, wie wichtig Kinder sein, damit man Sagen wir, weiß, warum man arbeitet, warum man Gegenstände erfindet, warum man Sachen baut. Wie ist das bei Ihnen? Sie haben fünf Kinder. Ist das so was wie ein Antrieb, dass Sie dann manchmal denken, wenn Sie sagen, ich lass da nicht los bei dieser Sache, das kriegen wir hin, weil ich arbeite nicht nur für mich und für, um meinen Wohlstand zu mehren oder um zufrieden zu sein, sondern ich habe eine Verantwortung, die in der Zeitschiene eins weitergeht, nämlich die Kinder und die Kinder der Kinder. Ja, also ich glaube, Ihre Vermutung trifft mich mit meinem Charakter ins Herz. Das ist wohl ganz genau so. Also es gibt ja mehrere Sichtweisen dazu. Das eine ist ja, wir wollen ja alle gerne ewig leben. Tun wir nicht. Ja, ist auch gut so, dass wir das nicht tun. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das ist meine Überzeugung, ich bin insofern kein Kirchgänger, gleichwohl bin ich von der Schöpfung überzeugt und äh, sage also sicherlich oder schreibe sicherlich einmal die Woche irgendwo hin, dass wir bitte die Finger von der Schöpfung lassen. Aber es gibt für mich nur eine Möglichkeit, weiterzuleben, und das ist ewig zu leben und das ist in den Gedanken und in den Herzen unserer Kinder. Der Pharao, der brauchte eine Pyramide, ja. Und wenn sie das vergleichen wollen, dann brauche ich Kinder, meine Kinder. Okay, das sind fünf Kinder geworden. Gibt es da etwas, was Sie diesen Kindern weitergeben in der Erziehung? Man hört ja oft, die eine Generation baut auf, die andere baut aus und die dritte Generation ja. äh, reißt das alles wieder zusammen und dann war's das. Jetzt an die Wand, ja. Das äh, hört man, ja. Und äh, gut. Aber äh, in dem Fall muss ich sagen, äh, habe ich die Hoffnungsträger alle zu Hause sitzen. Ja. Ich bemühe mich natürlich da... Ein gutes Vorbild zu sein. Ich bemühe mich, das klare Denken weiterzugeben, zu vermitteln, das kritische Denken zu vermitteln. Nicht einfach Sachen glauben, nur weil sie irgendwo hingeschrieben werden oder irgendwo im Fernsehen runtergebetet werden. Und ich glaube, da sind schon mittlerweile sehr kritische Menschen bei herausgekommen. Ich denke, das kann ich sagen. <laughs> sie haben das Stichwort Glaube gesagt. Sie wurden auch bezeichnet als jemand, der nicht an Corona glaubt hat es mittlerweile fast so eine, so eine religiöse Qualität bekommen, dass man an bestimmte Dinge glauben, so hat zum Beispiel an Corona oder dass das Klima sich wandelt, die Erde brennt und wir alle in den Orkus rauschen. Also da machen Sie jetzt natürlich uns Fass auf. Sie haben ja dann bestimmt auch gesehen, dass ich der Unternehmer bin, der in seinem Unternehmen 3G verboten hat. Ja, da gab's ja, wann war denn das? Im November 21, glaube ich, kam noch die Doktrin raus oder das Gebot raus, dass alle Unternehmen 3G einführen, überwachen, kontrollieren müssen. Dann habe ich mir den 28b Infektionsschutzgesetz mal vorgenommen und bin eigentlich in der Einleitung. Den ersten Satz musste ich nur lesen. Habe ich das Ding zur Seite gelegt, habe ich gesagt, okay, also da steht in Unternehmen, in denen nicht sichergestellt werden kann, das, ja. Und dann habe ich mir gesagt, gut, ich bin hier der Geschäftsführer, ich habe hier das Sagen, ich kann sicherstellen. Also habe ich das Ding zur Seite gelegt, habe mir eine Betriebsanweisung äh, geschrieben und habe das verboten. Ich hatte vorher schon Masken und Testverbot. Ich musste ja nur Tests bereitstellen, musste aber niemandem gestatten, sich auf meinem Grund und Boden zu testen. So, ich habe dann am achten, wie war denn das? Oh, ich, ich erzähle es ihm fertig. Das ist eigentlich auch eine amüsante Geschichte. Bei ganz vielen Sachen muss man am Ende immer dran denken, wenn das alles nicht so traurig wäre. Das darf man also hier nicht vergessen. Es ist eine Katastrophe, was wir hier anrichten, was wir unseren Kindern antun, was wir unseren Kindern hinterlassen. Da können manche Storys noch so lustig erscheinen. Wir müssen uns alle in Grund und Boden schämen. Ja, aber das ist der menschliche, sagen wir, die, die Art Mensch zu sein, dass man sich... Äh wenn man sich an die Vergangenheit erinnert, dass einem dann eher die guten Sachen einfallen und hängen bleiben. Und erst wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man, was ist in diesen zwei, drei Corona-Jahren alles passiert. Wie ist man schikaniert worden? Was macht gerade, wo Sie die Kinder oder wo wir eben über Kinder gesprochen haben, was macht das mit den Kindern? Homeschooling. Ich saß zum Beispiel bei unserem jetzt zwölfjährigen, damals zehnjährigen schräg hinterm Computer, damit er diesen Online-Unterricht verfolgen konnte und nicht einfach klick, klick, klick auf irgendeine Spieleseite gegangen ist. Das war für die Kinder, also für meinen Sohn, war das eine Tortur gewesen. Also ich habe das nicht zugelassen. Keines meiner Kinder äh, habe ich in die Schule geschickt mit dieser Maskenpflicht und Testpflicht und so weiter. Ich habe es dann vorgezogen, eine eigene Schule zu gründen. Das war die Ersatzschule Sivi ZCS. Die hat ja hier auch für Furore gesorgt. Siegner Zeitung hat versucht, haben Sie vielleicht gesehen, hat versucht, sich darüber lustig zu machen, weil wir. Äh, ich hatte bewusst diesen Namen Sivi ZCS genannt. ZCS ist der drei-LETTER-CODE für unseren Siegener Standort. Und ich habe dann an dem an dem Dienstag haben wir aufgemacht. Montag sage ich zu meiner Frau, wollen wir wetten, dass morgens ein Depp von der Siegener Zeitung in Siegen an der Villa steht und der stand natürlich auch da, weil sie geglaubt haben, da machen wir auf. Wir haben natürlich ganz woanders aufgemacht. Ich habe dann in einem der unzähligen Verfahren, die ich am Verwaltungsgericht, insbesondere in Arnsberg geführt habe, habe ich dann in einem Nebensatz quasi einen Rechtsstatus für diese Schule äh, erstritten und seitdem hat uns das Ordnungsamt dann auch nicht mehr verfolgt. Also das war alles gut. Ich, ich sage ja auch immer gerne, ich bin von unserem Rechtsstaat noch vollständig überzeugt, ja, das gilt aber nur von unten nach oben, das gilt nicht von oben nach unten. Ein Bundesverfassungsgericht, was sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt, das kann kein Gerichtshof sein, das kann nur eine Politbude sein, ja, und das ist es. Äh, genau. Aber lassen Sie uns gerade mal bei der, bei der Corona-Politik bleiben, die Sie in Ihren Unternehmen äh, durchgeführt haben. Ja, da, gut, ich mache eben den, den Satz zurück. Was habe ich da gemacht? Also ich habe dann eine Betriebsanweisung geschrieben, habe Corona glatt, ver nicht Corona verboten. Corona können Sie nicht verbieten. Es leugnet auch niemand Corona. Warum sollte irgendjemand? Das ist so wie Klima leugnen. Das ist alles. Es ja, klingt so gut. Es klingt, es klingt so gut. So gut. Es klingt. Genau. Das klingt da ja. klingen auch noch ganz andere Sachen an, wenn man ein bisschen in deutsche Geschichte bewandert ist. Da werden noch andere Sachen geleugnet, die unter Strafe stehen und das Klima und die Corona können Sie noch leugnen, ohne Hochdramatisch. zu sein. Na jedenfalls habe ich dann also äh, diese Betriebsanweisung geschrieben, habe dann den Herrn Jappes, das ist seinerzeit der Leiter vom Gesundheitsamt in Olpe gewesen, den habe ich direkt mit den Verteiler genommen und habe also den ganzen Hokuspokus und Quatsch hier verboten. Und ich konnte das auch. Der hat sich dann am nächsten Tag freundlicherweise zurückgemeldet, und hat sich für nicht zuständig erklärt. Er hatte aber, das war mein großes Glück, er hatte in CC das Ordnungsamt in Wenden aufgenommen. Damit wusste ich als Bürger, dass ich jetzt bei der richtigen zuständigen Behörde angekommen war. Und dadurch konnte ich in dem guten Glauben sein, dass ich mir nichts zu Schulden kommen lasse. Andernfalls würde mir die Behörde, die ja überliegend ist, mir einen Hinweis geben. Das ist natürlich nicht passiert. Ich meine, wenn wohnen, ich weiß gar nicht, 10.000 Menschen und das Ordnungsamt ist da auch nicht mit 100 Stellen begütert. So. Und dann ist also ein paar Monate später die Bezirksregierung hier mit ein bisschen mit Uniformierten angekommen und die standen, die habe ich dann herzlich hier vom Haupteingang in Empfang genommen und äh, ja. Ich habe die dann auch äh, begrüßt und äh, habe den dann mal den 28b Infektionsschutz äh, mal rauf und runter dekliniert. Ich glaube, ich, das hat sich auch hinterher vor Gericht rausgestellt, ich, ich habe den mehr besser beherrscht als jeder andere, der da gerade im Umfeld stand. Ja, die standen dann mit ihren Kaffeetüten so vor mir. Eigentlich Menschen, die sich mit Arbeitsschutz auseinandersetzen. Das ist so, wissen Sie, ich sage immer auch sehr gerne und mit tiefster Überzeugung, ich hasse nichts auf dieser Welt. Ich bedauere immer nur. Ja. Diese Menschen habe ich wirklich bedauert. Die standen schnaufen unter ihrem Kaffee. Tüten, die müssen, mussten sich sonst früher einmal mit Arbeitsschutz beschäftigen, ja. Und dann habe ich auch gesagt, Sie kennen doch Arbeitsschutz, Sie wissen doch, dass ich jemanden so eine Maske gar nicht tragen lassen darf. Ja, dann mache ich mich strafbar aus guten Gründen. Es gibt Pausenzeiten, es gibt Tragezeiten, die sind zu dokumentieren und und und. Das war aber nur so ein Randgeplänkel. Ich habe dann exakt dreimal angeboten, sage ich, wenn Sie schon mal da sind, wollen wir nicht wenigstens mal eine Betriebsbesichtigung machen? Wollten Sie nicht? Wollten sie nicht. Die wollten nur wieder sich in ihren Bus falten. Das haben sie dann auch gemacht und sind wieder abgebraust. Ja, und am 8. Januar diesen Jahres ist etwas passiert. Das war wirklich toll. Dieser Tag wird bei mir in die, in meine persönlichen Memoiren eingehen. An diesem Tag haben wir die zweite große Trecker-Demo hier in Siegen gefahren. Ich organisiere ja auch den in Siegen zusammen mit einer Partnerin bewusst aus einer anderen Partei, damit wir eben Parteiferne und nicht Parteinähe dokumentieren. An dem Tag habe ich in Arnsberg am Amtsgericht das Verfahren, was mir da angehängt worden ist, vollständig gewonnen. Sie haben die Ausdauer, wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel und die so sowas äh, durchzuziehen und sich nach Jahren noch daran zu, daran zu erinnern und zu sagen, das habe ich geschafft. Das kriegen auch meine Kinder mit, dass der Vater sich hier durchgesetzt hat und eine eigene Meinung hat, jenseits vom Mainstream. Also wenn, wenn Sie mich fragen, warum ich das tue, gibt es immer die gleiche Antwort. Und das ist der Blick in den Spiegel. Ich bin auch schon viermal Opa, ich werde mich nicht von meinen Kindern fragen lassen. Papa, warum hast du nichts getan? Ich muss aber dazu sagen, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mir das leisten kann. Sie müssen sich das monetär leisten können. Sie müssen sich das gesellschaftlich leisten können. Ich, ja, ich, ich will jetzt nicht Lauterbach zitieren, ja, aber ich warne immer davor, man darf Menschen nicht verurteilen, weil sie den Hintern nicht hochkriegen. denn viele von denen können sich einfach nicht leisten, den Hintern in die Hand zu nehmen. Ja Und denen sage ich immer: der tollste Freiheitskämpfer nutzt uns allen gar nichts, wenn er mit gebrochenem Rückgrat in der Ecke liegt. Ja, also da tut man sicherlich auch vielen Menschen Unrecht. So muss man auch aufpassen hier. Warum fahrt ihr nicht mit Autokurse? Warum macht ihr das nicht mit? Es, was muss denn noch passieren, bis ihr mal wach werdet und vom Sofa kommt? Und und und. Wenn ich also vom Sofa komme und komme danach äh, nicht mehr in den Stuhl rein, äh, dann äh, war das nicht die richtige Wahl. Dann sollen sie lieber die Hand weiter in der Tasche ballen und dann am Wahltag ihre Meinung abgeben. Sie konnten ja diese ganzen Klagen auch durchführen, weil sie das Engagement hatten, weil sie die Überzeugung hatten, richtig zu handeln, auch weil sie die finanziellen Mittel hatten, sich durchzusetzen und durchzuklagen. Und sie klagen ja auch noch weiter. In dem Zusammenhang, was bedeutet denn für Sie eigentlich, so wohlhabend zu sein? Dass man solche Sachen auch machen kann, ohne an finanzielle Konsequenzen unmittelbar denken zu müssen. Was bedeutet für Sie Reichtum? Ach, das hat mich noch niemand gefragt. Das ist ja eine interessante Frage. Äh, muss ich mal ein bisschen, ein bisschen ins Plaudern gehen, damit ich zwischendurch drüber nachdenken kann. Also, Reichtum, äh, ich nenne das jetzt mal ganz abstrakt Reichtum, weil Sie das so vorgegeben haben. Reichtum ist wichtig, damit Sie sich frei bewegen können. In der heutigen Zeit ist das von ganz entscheidender Bedeutung, damit sie eben nicht gezwungen sind, quasi zum Schaf zu werden. Ja, prinzipiell ist es ja so, ich sage immer gerne, das stand vor Jahren mal so in der jungen Freiheit, ich sage immer gerne, dass die Familie die schlagkräftigste Einheit äh, der Gesellschaft ist. Ja, also ohne Familie keine Tradition, Kultur und so weiter geht immer so weiter. Deswegen ist natürlich der Kampf des, na nennen wir es ruhig mal Establishments, der geht natürlich immer gegen die Familien, um die zu, kaputt zu machen, damit sie hinterher eben nur noch Schafe haben. Und wenn man so ein Schaf nicht sein will, dann braucht man dafür Mittel. ja Und äh, insofern sind die ganz, ganz glücklich, ob das jetzt Reichtum ist oder ob es halber oder ein bisschen oder viel Reichtum ist, spielt gar keine Rolle. Aber man braucht die Mittel, ja, leider um atmen zu können. Weil unsere Gesellschaft ist alles, aber nicht sozial. Wenn sie es nicht aus, eigenen, aus eigener Kraft können, dann müssen sie hier mittlerweile den Mund halten und dann dürfen sie ja nicht querlaufen ich meine, nehmen wir doch mal Corona, ist ja das beste Beispiel dafür. Äh, da hat es Unternehmer gegeben, für die schäme ich mich in Grund und Boden. Weil es eben auch Unternehmer sind. Die haben sich eben nicht vor ihre Leute gestellt. Die haben da noch mit dem mit Knüppel draufgeschlagen. Ich habe ja auch noch diese Teststellen gemacht, diese Spuckteststellen. Also ich habe nicht hingenommen, dass die Menschen und auch wir selbst und unsere eigenen Mitarbeiter, dass die sich invasiv irgendwas in die Nase stecken müssen, wo keiner weiß, wo es herkommt, wo keiner weiß, was es ist. Ich bin da selbst in der Schule von meinem heute 15-Jährigen gewesen und habe da äh, mir im Sekretariat die Umverpackung zeigen lassen von den Tests, die, die denen da in die Nase stecken, da war kein einziger Buchstabe drauf für mich lesbar. Also alles nur chinesische Schriftzeichen, dieser schöne, bekannte, große Stempel mit dem roten Stern drin, ja, und dann habe ich einen Lehrer, der gerade vorbeikam und habe den gefragt, hören Sie mal, gucken Sie mal, wissen Sie, können Sie mir sagen, was das hier ist? Nö, kann auch nicht. Ja, sage ich, aber Sie sagen, unseren Kindern steckt euch das in die Nase, das ist doch nicht ihr Ernst. Wir waren jetzt da drauf gekommen über Reichtum und Unabhängigkeit und dass man sich. Also sofern Reichtum Unabhängigkeit schafft, ist er, ja, ja, ich möchte fast sagen, heutzutage lebensnotwendig. Dann müssten wir eigentlich alle reich sein. Sofern Reichtum Lebensfreude bedeutet und Begüterung und, 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 ich glaube, da bin ich auf der ganz anderen Seite. Sie können also zwingend davon ausgehen, dass ich niemals irgendeine Rente brauchen werde. Ich werde im Sattel sterben, hundertprozentig. Ja, also kann ich mir, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ja. Aber Sie bekommen ja auch die ganzen wirtschaftlichen Bedingungen, die im Augenblick in der Bundesrepublik herrschen, ja unmittelbar mit. Das heißt, sehr teure Energie und Ihr Unternehmen braucht sehr viel Energie. Bleiben Sie weiter in Deutschland oder überlegen Sie manchmal als Unternehmer, nicht als Patriot, sondern als Unternehmer, ich muss, um meine Produkte zu schützen, überlege ich mir, ob ich hier die Produkte im Ausland herstellen kann, wo die Bedingungen, die Energiesicherheit, die Energiegünstigkeit einfach äh, besser gegeben sind. Also, das ist auch wieder ein Volltreffer, insofern, weil ich, ja, ich muss fast sagen, das Glück habe, dass wir im Wesentlichen im Ausland verkaufen, könnten wir das eigentlich machen, wo wir wollen, das können wir uns aussuchen. Äh, die Antwort darauf ist aber, dass ich wahrscheinlich zu der wiederum bedauerlichen Spezies gehöre, die mit dem sinkenden Schiff untergeht. Ja, meine Familie nicht, ja, die die würde ich dann wegschicken, das ich hoffe, das darf jetzt meine Frau nicht hören, meine wunderbare Frau, aber sie wird mir diese Sichtweise äh, dann vielleicht verzeihen. Aber ich ticke so, ich laufe doch nicht weg, Leute, ich bin hier geboren, ja, das ist mein Land, ja, ich wiederhole, mein Land, ja, und wenn ich woanders hingehe, dann versuche ich auch mich so zu benehmen, wie es den anderen in diesem Land, deren Land das ist, äh, gefällt und wie die das von mir erwarten. Auf ihrer Homepage sind ja ganz viele, sagen wir, prominente Politiker zu sehen, Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Peter Altmaier einmal äh, zu nennen. Hat sich denn die jetzige Regierung, die ja Fortschritte auf ihre Fahnen geschrieben hat, mal äh, für ihr Unternehmen oder für ihre Nanotechnologie interessiert und sagt, wir können. Das Nutzen, das ist ein Vorzeigeprodukt, was da hergestellt wird. Wir schauen uns das mal an und ertragen vielleicht auch diesen widerständigen Unternehmer, der das alles erfunden und zu verantworten hat nein das ertragen die nicht weil sie eben keine Toleranz in sich tragen. Da ist das beste Beispiel, äh, wie heißt er? Johannes Remmel, der war lange unser grüner Landesumweltminister. Ich glaube, der ist immer gerne bei mir gewesen, bis er dann mal erfahren hat, dass ich zunächst im Kuratorium von der Erasmus Stiftung da Kurator geworden bin. Desiderius Erasmus Stiftung, das ist die parteinahe Stiftung der AFD, die im Augenblick noch nicht anerkannt wird und auch noch keine Fördermittel bekommt. Da sind sie im Kuratorium. Genau so ist das und deswegen bin ich da auch ganz nah am Zahn der Zeit, bis der mir dann in Olpe auf dem Marktplatz mal den Handschlag verweigert hat. Also, insofern passiert da nicht viel. Das muss man halt mal so hinnehmen. Ja. Aber Ihre Produkte, die Sie herstellen und die Fertigungsweisen, gibt es dafür eine staatliche Förderung, also eine Subvention aus dem Wirtschaftsministerium oder von irgendwelchen Regierungsstellen? Oder wird auch Ihr ganzes Unternehmen und das, was Sie erfunden haben, die mit Nanotechnologie, wird das irgendwie geframed als, das rühren wir jetzt nicht an und tun so, als ob es das nicht gäbe? Dass das könnte ich jetzt nicht so bestätigen. Das äh, scheint offensichtlich nicht zu passieren. Wissen Sie, müssen da immer unterscheiden: erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe. Ja, die erste Reihe, die, die Sie im Fernsehen sehen, äh, da würde das vielleicht passieren. Die zweite Reihe, da sieht die Sache schon wieder anders um. Wenn sie dann mal in die dritte, vierte Reihe kommen, das sind die, die eigentlich die wirkliche Arbeit machen und äh, die haben ja auch mal andere Zeiten gesehen und die sind ja auch alle nicht nur 22 Jahre alt. Die können sich dann auch nicht vorstellen, dass da ein ein Mensch, der äh, mal vorzeige und Unternehmer war. Gott wie oft habe ich in der Westfalenpost gestanden mit Querdenker zot sagt und habe dann insbesondere über Thema Elektromobilität exakt das vorhergesagt, was wir heute alle sehen. Und da war das das Wort die Bezeichnung Querdenker oder Querdenken eben noch positiv belegt. Ja, es gab ja auch eine Reihe von Sozialdemokraten, die wurden hochgelobt, weil sie als Querdenker galten, als Leute, die Anstöße gegeben haben. Mir ist noch eine Gemeinsamkeit mit dem jetzigen Wirtschaftsminister, dem grünen Politiker Habeck und Ihnen aufgefallen. Habeck schwärmt von der Wasserstofftechnologie. Eigentlich müssten Sie dem Habeck zustimmen und sagen: Der Mann ist auf dem richtigen Weg, vielleicht in der falschen Partei, aber Wasserstoff, das ist eines der Formeln der Zukunft für unsere Wirtschaft und für unsere technologische Entwicklung und für die Energieerzeugung. Also es ist ja bekanntlich, ich sage das auch immer gerne so, dass ich ja so ein wasserstoff bin. Ja, ich bin auch ein totaler Wasserstoff-Fan in der Tat, aber das, was der Habeck da macht, ist alles vollkommener Blödsinn. Man muss auch da eben unterscheiden, es ist was anderes, von etwas zu schwärmen oder etwas in die Realität umzusetzen. Gut, da können wir noch eine Anekdote bringen. Also, ich hatte vorhin kurz erwähnt, den Ironbird, den wir da mit Airbus mal zusammen gemacht haben. Stellen Sie sich das vor, das ist eine Kiste mit sechs Feststoffspeichertanks. Da ist dann das nanostrukturierte Pulver drin. Und damit können Sie so viel Wasserstoff in diesen kleinen Tanks speichern. Den bringen Sie dann, da haben wir tatsächlich ein Foto irgendwo im Aldi gemacht, an so einem PET-Flaschenautomaten. Also, die Flaschen, die dann in der Regel in anderen Ländern verbrannt werden. Äh, auch unsere Flaschen. Da haben Sie so einen Wechselautomaten. Das ist dieses Power to Gas to Fuel. Da habe ich auch eine Marke drauf. Leere Flasche rein. Euro rein, volle Flasche raus, andocken, weiterfahren. Wie beim Camping-Gaskocher. Ja, und da können sie also quasi jedes Batterieauto, Batterieauto müssen sie haben, weil da der Fehler schon bezahlt ist, nämlich der große Energiespeicher an Bord. Äh, dadurch können sie die Wasserstofftechnologie so klein machen, dass die quasi noch nicht mal die Räder drehen kann. Äh, aber dadurch wird sie eben günstiger. Können Interurban betrachtet, nur Interurban, da sie Interurban ein Fahrzeug nur maximal eine Stunde Vollgas betreiben, aber 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben. Haben, um diese große Batterie nachzuladen. Das ist einer Ihrer Ideen, wie man Wasserstoff und Mobilität miteinander verbinden kann. Genau, dafür war ich auch mal für den deutschen Umweltpreis nominiert bekommen, habe ich ihn leider nicht. Ja, wäre aber schön gewesen. Aber es ist nichts Schlechtes an Batterieantrieben. Gucken Sie mal, seit Jahrzehnten fahren wir in sämtlichen Werkhallen mit mit batteriebetriebenen Gabelstaplern rum. Ja, aber sie fahren nicht so. nach Bayern mit den mit so Gabelstaplern. ist das. So ist das. Ja, das ist ein begrenzter sinnvoller Raum. Man muss eben genau gucken, das eine ist Schwärmen, das andere ist Realitätsbewusstsein, ja. Und das haben die, wenn ich im Ausland bin, dann erzähle ich nur noch The Comedians at Berlin. Ja, da ist also Komödiantenstadel ist da ja wirklich noch völlig hoch und überschätzt. Haben Sie denn Kontakt mit Politikern aus Ihrer Region sicherlich, weil Sie ja in ganz sagen wir ein ganz kregler, umgängiger Mensch sind? Aber geht das auch noch weiter? Sie sind ja in die AfD eingetreten und zwar selbstverständlich sagten Sie sei das die Entscheidung gewesen, da einzutreten. Sind Sie damit sowas wie eine Persona non grata geworden, ein Unternehmer? den man äh, lieber nur von hinten sieht und nicht die Hand das das bin ich in der Tat von heute auf morgen und ich war nicht überrascht so müsste ich es mal sagen. Ich habe das auch nicht einfach so gemacht. Ich habe mir vorher alle Parteien angeguckt, äh, mit Ausnahme der Grünen. Das war jetzt für mich von vornherein obsolet. Ich war ja mal lange für die FDP unterwegs. Wikipedia, was einfach nicht stimmt, sagt mir nach, ich wäre FDP-Mitglied gewesen, war ich nie. Ich war nie Mitglied einer Partei vorher. Ich war ganz früher mal in der Jungen Union. Da leidet heute noch der Volk mal-Klein drunter, äh, weil wir seitdem noch per Du sind und da kann er sich gar nicht mehr dran erinnern. ich, ich lache mir dann jedes Mal ein Loch im Bauch. Ich habe mir auch die SPD angeguckt. Das liegt ja mit daran, dass wir hier einen lokalen Politiker haben. Das ist so der das Urgestein, das Urgestein von Bundestagsabgeordneter von der SPD hier in Siegen, den ich sehr, sehr mag und sehr geschätzt habe. Wir haben ganz viel zusammen in Berlin versucht, präzise oder fairerweise muss man sagen, haben nichts geschafft, aber viel versucht. Und das war alles sehr ehrlich und das war sehr gut und das war sehr sinnvoll. Heute mag der mich leider nicht mehr. Das hat mich wirklich enttäuscht. Das war bei einer die HK-Jahresversammlung, habe ich mich sehr gefreut, dass ich nach Jahren mal wieder gesehen habe. Und ich merkte aber wirklich, er wollte lieber, dass ich weggehe. Ich mache nochmal eine Sendeansage, dass jemand, der sich zwischendurch eingeschaltet hat, weiß, was er hört. Er hört den Kontrafunk, die Sendung Forum Wirtschaft und Politik und Frank Wahlich, das bin ich, befragt den Erfinder. Unternehmer und sagen wir widerständigen Geist, der mal Querdenker, als es noch eine Auszeichnung war, genannt wurde, Professor Zotz. Vielleicht jetzt äh, in unserem letzten Drittel der Sendung, wo sehen Sie Deutschland mit seiner Wirtschaft, mit seiner Wendepolitik, die Sie ja auch im Grunde auch wissenschaftlich äh, unterstützen mit Wasserstofftechnologie, mit Nanotechnologie, mit Batterietechnologie. Wo sehen Sie denn dieses Land, sagen wir, in fünf Jahren? Also da brauchen wir eigentlich nur gucken, wo wir heute stehen. Und wenn ich heute den Zustand feststellen sollte, wie so ein Arzt das machen würde, also eine Diagnose stellen sollte, dann muss ich sagen, völlig im Eimer. Dann nehme ich noch mal kurz das Corona-Beispiel. Unser Problem ist ja, die Menschen heute, heute. Das muss man jetzt mal fairerweise sagen. Es kann heute jeder selbst ganz einfach herausfinden und wissen, was in Corona mit uns getrieben worden ist. Das kann jeder herausfinden. Aber wissen was? Meine Befürchtung ist, die Menschen wollen das gar nicht. Die wollen sich nicht damit auseinandersetzen, dass sie selber einen Fehler gemacht haben. Die wollen sich nicht damit auseinandersetzen, dass sie ihre Kinder in die Schulen geschickt haben und haben quasi quälen lassen. Die haben bei offenem Fenster, bei Eis und Kälte da gesessen, mussten sich vorher was in die Nase stecken. Brauchen wir gar nicht weitermachen. Wissen wir alles, was ich meine. Und die wollen sich damit natürlich gar nicht auseinandersetzen. Dann müssten sie sich ja erst mal überlegen, was sie selbst dafür eine Verantwortung eigentlich tragen müssen. Ja, das hat ja mittlerweile auch auf Unternehmen übergegriffen. Wenn Sie sich mal angucken, das ist ja gerade ganz aktuell, also so langsam wissen wir ja, dass es mit der Mobilitätswende so nichts werden wird. Ja, und was machen jetzt die Unternehmer? Die Unternehmer stehen jetzt auf, also erinnert mich immer an diesen Schreihals von Siemens, der also wirklich für mich die Peinlichkeit an Unternehmer in persona ist. Joe Käser holt sich von der Fridays-for-Future-Tante eine Klatsche. Hab ich da gelacht. Das hat die wirklich toll gemacht, das kann man nicht anders sagen. Ja. Na jedenfalls, die, die stehen ja plötzlich alle auf und äh, erklären uns plötzlich, dass wir unbedingt das kaufen müssen, was sie selber gar nicht können. Ich komme ja aus dem Sauerland, ja. Das Sauerland ist voll mit Automobilzulieferern, von denen ja leider Gottes auch ganz viele gerade die Tore schließen, was ja kein Wunder ist. Wenn sie da mal zu einem der Großen gehen, der stellt ihnen ein komplettes Auto dahin. Da fehlt nur ein Teil. Und das ist der Motor. Und das ist ein Verbrennungsmotor. Ja, das ist das, was die Automobilhersteller richtig gut. Können. Und das habe ich auch dem, dem, Herrn Altmaier mal so gesagt und dem Herrn Remmel natürlich auch. Wenn Sie das mal vergleichen und wollen mal zu Wasserstoffen Vergleich ziehen, ja, gehen Sie mal her und kaufen Sie sich mal einen Verbrennungsmotor. Nehmen wir von VW, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, nehmen wir mal einen Golf Diesel, ja, 50 Kilowatt, ein Motor, der kostet im Einkauf vielleicht, naja, 1100 Euro, mehr kostet er nicht. Dafür bekommen Sie ein Wunderwerk der Technik. Der geht nie kaputt, der braucht quasi keinen Kraftstoff mehr, der fährt eigentlich mit Luft, der hält quasi ewig. Wenn Sie dafür im Vergleich dann mal shoppen gehen, ja, wissen Sie, was Sie an Wasserstoff, wissen Sie, was Sie da für eine Brennstoffzelle kaufen? Wenn Sie gut shoppen, dann kriegen Sie vielleicht so 80 Watt. 80 Watt zu 50.000 Watt. Da hängen die Glocken. Ah, ja, dann kommt ja jeder und sagt, ja, aber da ist nur Toyota, und da können Sie einen Toyota Mirai schon für 80.000 Euro kaufen? Naja, gut. 80.000 Euro ist A, kein Pappenstiel. Und B, erinnere ich mal daran, als ich äh, im Kindesalter war, da war Toyota eine Automarke, die konnte man nicht kaufen. Totale Rostlaube geht alles gar nicht, lass die Finger von. Ja? Und äh, Toyota hat dann mit dem, äh, wie heißt dieses, dieses Hybridauto? Prius. Mit dem Prius, äh, übrigens hat Toyota, können Sie mal googeln, vor einigen Jahren hat Toyota veröffentlicht, dass sie mit dem Prius zeitlebens keinen Cent verdient haben. Brauchten die auch nicht. Das ist für die ein riesiges Marketing-Tool. Die haben erkannt, wie das geht, wie man zum Premium-Hersteller kommt aber Premiumhersteller für Verbrennungsmotor Kraftfahrzeuge die bauen 10 Millionen Autos im Jahr nehmen wir mal den, den Mirai, den hatte ich vorhin erwähnt wenn der mirai hat wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe eine 110 kW PEM Zelle also eine Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell drin und wenn sie wenn die einen Markt hätte hat sie nicht dann würden Sie für diese Brennstoffzelle viele Hunderttausend machen. Entschuldigung, den Satz eben zu Ende. Wenn Toyota 10 Millionen Verbrenner im Jahr verkauft, dann können die natürlich mal tausend Stück mit Wasserstoff herschenken. Das hat aber nichts mit einer Wirtschaftlichkeit zu tun. Ich habe Anfang des Jahres in der Schweiz auf einer Wasserstoffkonferenz gesagt, dass ich bei mir etwas gedreht habe in der Strategie. Ich war immer der Verfechter von Power to Gas to Fuel. Ich habe immer gesagt, wir müssen Wasserstoff als Kraftstoff einsetzen, weil wir gewohnt sind, für Kraftstoff pro Rata Energieinhalt viel mehr zu bezahlen als für Strom an der Steckdose. Ja, Das habe ich heute gedreht, weil ich muss leider feststellen, dass wir nach 20 Jahren im. Mensa, Förderung, Subventionierung nach 20 Jahren politischer Intervention auf dem Markt nicht ein einziges Produkt sehen, was irgendwie von Wasserstoff lebt und in sich existent sein könnte. Ist der Markt klüger, also sind die Käufer, die Menschen klüger als die Politik, die natürlich wunderbare Ideen haben und alle vier Jahre, die mit diesen wunderbaren Ideen auf Wahlkampfwerbung gehen und sagen, wir transformieren die Gesellschaft hin zum romantisch sauberen. Der Markt ist immer klüger, deswegen ist ja auch die Marktwirtschaft, nennen wir es jetzt mal Kapitalismus, deutlich erfolgreicher und kann deutlich mehr Wohltaten den Menschen bieten, als das der Sozialismus kann. Da gehen wir nämlich in die Planwirtschaft und wenn Energiewende und deutsche Energiepolitik, Heizungsgesetz und und und, also wenn das keine Planwirtschaft ist, wenn in Berlin die Komödianten da sitzen und sagen, probieren wir doch mal das aus, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja, die Wähler haben so gewählt, die Parteien haben ja. sich zu einer Koalition zusammengefunden ja. und seit zweieinhalb Jahren wird kräftig äh, transformiert. Ich sage immer gerne nicht mehr tanken, nicht mehr heizen und den Einkaufswagen im Discounter nicht mehr bezahlen können. Das ist das beste Deutschland aller Zeiten. Was machen Sie dann mit Ihrem Lotus-Elan? Von dem haben Sie mal gesagt, ach, diesen Motor von dem Lotus, den werfe ich raus und pack dann diese Wasserstoffkartuschen, die ich bei mir herstelle, packe ich rein und fahre damit durch die Gegend. Wo haben Sie äh, das denn gefunden? Habe ich gefunden. Also der ist dafür wirklich geeignet, das ist ein Esprit. Und äh, der ist also quasi komplett aus Plastik, also wiegt nicht so viel. Und das war dann mal so eine Überlegung. Ich habe aber dann doch vorgezogen, den weiter zu fahren. Den fahre ich auch heute noch. Äh, für mich ist er eigentlich ein bisschen klein, fährt dann lieber meine Frau. Die sieht da drin auch einfach besser aus als ich. Und habe dann vorgezogen, sehr, sehr früh zehn Batterieautos zu kaufen. Also ich kann mich damals noch dran erinnern, da gab es im Kreis Olpe zwölf CEVs, die offiziell angemeldet waren und zehn waren von uns. Die habe ich, deswegen erzähle ich jetzt, vor drei Wochen, glaube ich, haben wir die verschrottet. Wir brauchten damals mehr oder weniger so eine Testflotte. Das war die blaue Oase Sauer-Siegerland, die ich mal bauen wollte. Also mit dem Ironbird den Kofferraum von jedem dieser Batterieautos, dann mit Wasserstoff fahren und dann im Sieger-Sauerland sich bewegen können. Es wollte aber keiner. Es wollte keiner. Ja, wir haben dann mit medialem Druck, äh, mit der Unterstützung des Rathauses in Wenden, einen lokalen Energieversorger genötigt, eine Ladestation am Wendener Rathaus anzubringen, damit die wenigstens ein Auto von uns fahren konnten. Umsonst, versteht sich. Aber auch umsonst wollte das keiner. Hm. Jetzt bin ich fast ähm, fast sprachlos, weil das Beispiel ist halt so treffend und so bezeichnend. Bin ich ja froh, dass sie ihren alten Lotus noch haben und den Motor nicht äh, auf den Schrott geschmissen haben, was ja eigentlich ein Prachtstück ist. Das Nein, um Gottes Willen, das ist ein ganz feiner Brite, ja. Ist ein Schönes Auto. Mir gefällt er auch richtig gut. Und er ist natürlich knallgelb. Transparent kauft man sich sowas ja nicht. Und <laughs> Sie können denn auch noch neu in Nano beschichten mit den Lacken, die Sie herstellen. Und dann bleibt auch kein Fliegendreck dran hängen, oder? Das ist in der Tat, also ein guter Freund von mir, der hat ein sehr schönes, größeres Boot und da haben wir schon öfters drüber gesprochen, ob wir da nicht mal sowas dran machen. Wir machen auch solche anti so dieses Anti-Fouling, weil wir auch sogenannte zincwich coating also Zinkschichten machen. In Albanien gab es schon mal im Baumarkt in der Sprühdose. Wissen Sie, Nano ist eigentlich schon lange überall. Ja, das ist ja Nano ist grundsätzlich überall. Das ist nur eine Frage der Auflösung, mit der Sie messen und erkennen können. Und dann finden Sie natürlich auch überall mögliche Anwendungen. Gar keine Frage, ist so. Ja, und solange Sie noch äh, Nano produzieren und zwar in einem ordentlichen Umfang und damit ordentlich auch, äh, sagen wir, Kapital in der Hand haben, um weiter so widerständig zu sein, um weiter ihre Ideen einfach durchzuziehen und auszuprobieren, dann äh, können wir ja noch gespannt sein, was da alles noch kommt. Und ich denke, wir sprechen mal wieder. Ich bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören im Kontrafunk bei der Sendung Forum Wirtschaft und Politik. Mein Name ist Frank Palich Und ich habe mich eine Stunde lang vergnügt und interessiert unterhalten. Mit Professor Zotz aus dem Siegerland, der vieles erfunden hat und vieles erfindet und vieles machen wird und arbeitet, damit seine Kinder und die nächste Generation noch ihren Spaß daran haben, in diesem Land zu leben. Ich bedanke mich. Der Angeklagte bekommt ja das letzte Wort, das kennen wir ja. Also, ich darf Ihnen auch herzlich danken. Also, erstens hat mir das Spaß gemacht wenn das alles nicht so traurig wäre dass wir alle hier sitzen ist ein grund von traurigkeit. es hat aber eben alles seine und jetzt kommt der bezahlte optimist seine positiven und negativen seiten ich habe über diesen corona irrsinn so viele wunderbare menschen kennengelernt und dann nenne ich insbesondere den autokorso siegen die ich sonst im ganzen leben nie kennengelernt hätte niemals ja und dafür darf man dankbar sein. Und äh, ich bin Ihnen auch dankbar, dass ich hier äh, mal ein bisschen meine Sichtweise kundtun konnte. Und ich bin ja nun kein Schlagersänger, aber jetzt grüße ich natürlich ganz, noch ganz, ganz herzlich meine Frau. Ich habe eine fantastische, wunderbare Ehefrau, und die muss man haben, äh, um ein noch stärkeres Rückgrat zu bekommen. Ja, und wenn Sie mit Ihrer Frau Skilaufen gehen, passen Sie auf, dass Ihre Frau Ihnen nicht davonfährt. Oder immer bei der nächsten Biegung hält, bis sie. Also da muss ich sie enttäuschen. Die fährt mir todsicher davon. <lacht> <lacht> Professor Tutz, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich danke Ihnen auch. Ich wünsche einen schönen Tag.